Eine Sache wundert mich aber schon. Also, Mama Dani hat auch noch nicht angerufen oder so oder sich gemeldet. Sollte ich mir Sorgen machen? Ich glaube nicht. Wo ist denn Mama Dania? Das ist blöd. Keiner fragt nach mir. Hallo, hast du Mama Dania gesehen? Falls du Mama Dania siehst, sag Bescheid. Hey Leute, was geht? Kann ihr mal spielen Maps und Games? Und Leute, willkommen zu einer neuen Roblox Adopt Me Folge mit Baby Khan. Und Mama Dania wollte später eigentlich auch noch dazukommen. Sie ist gerade noch ein bisschen unterwegs. Ich weiß nicht, ob sie zur Schule wollte, arbeiten, aber ja, ich bin jetzt erstmal zu Hause. Ich habe ausgeschlafen. Ja, ihr habt das vielleicht mitbekommen mit meiner Überraschung beim letzten Mal für Mama Dania. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, danach haben wir nicht mehr viel geredet. Ich habe sie auch nur einmal ganz kurz gesehen, also ich glaube, sie ist nicht mehr ganz so sauer. Aber ich starte hier meinen Tag alleine erstmal und ich muss jetzt erstmal duschen. Oh, Mama Dania hat hier das Badezimmer neu gemacht. Schön. Das gefällt mir. Mit den ganzen Lichtern und der Tapete. Also wenn sie jetzt hier wäre, würde ich sagen, gut gemacht, Mama Dania. Aber sie ist ja nicht da. Und da sie auch nicht da ist, kann sie mich ja auch nicht kontrollieren, ob ich zur Schule gehe oder nicht. Ja gut, sie arbeitet jetzt momentan in der Schule, aber vielleicht war ich in einem anderen Klassenraum. So, ich habe Durst. Habe ich noch was oder muss ich was kaufen? So. Also ich denke, sie kommt heute Nachmittag wieder nach Hause. Und dann, wenn ich nach Hause gehe, werde ich mal kurz mit ihr reden. Na, also als Baby Khan. So, ich brauche was zu trinken. Gibt's hier vielleicht wieder Limonade auf der Adoptionsinsel? Hallo, verkauft hier. Es gibt Limonade. Möchte ich eine haben. So, dankeschön. Das ist super lecker. Gefällt mir. Ich kaufe mir eins noch für später. Jetzt geht es aber zur Poolparty. Beim letzten Mal bin ich ja krank geworden bei der Poolparty, aber ich glaube, heute wird das nicht passieren. Es ist ein ganz toller Tag. Mir geht's richtig gut. Wie geht's euch so? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Vielleicht kaufe ich mir auch was Neues. Von, ich glaube, Jeff, so hieß er, oder? Brad, okay. Ja, das hier. Das gefällt mir noch. So. Unter den Wasserfall am besten. So, oh, ist das cool. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Eine Sache wundert mich aber schon. Also, Mama Dania hat auch noch nicht angerufen oder so oder sich gemeldet. Sollte ich mir Sorgen machen? Ich glaube nicht. Coole Poolparty. So, ich glaube, langsam wird es mal Zeit, dass ich... Ich gehe mal in die Schule, da ist bestimmt Mama Dania gerade. Dann sollten wir darüber reden und dann ist die Sache auch wahrscheinlich wieder gegessen. Ne? Dann geht's uns wieder gut. Dann ist Baby Khan wieder das süßeste Baby bei Adopt Me. Mama Dania, ich bin da! Okay, hier ist es jetzt Frau Dania. So, wo ist sie denn? Hier im Klassenraum wahrscheinlich. Okay. Hallo. Vielleicht im Informatikraum? Auch nicht. Der Schuldirektor ist auch nie da. Weil zu Hause war sie auch nicht. Ja, okay, ich weiß, was sie macht. Ja, natürlich. Jetzt ist sie wahrscheinlich auch beim Campingplatz und sagt dann sowas wie, ja, hier, Überraschung, ne? Du hast dich da versteckt, ich habe mich auch da versteckt. Das sind meine Tricks, ha? Hast du von mir gelernt. Aber sowas von. Na, guck, ich muss auch hier zum Camping. Wo ist sie denn? Mama Dania? Achso, sie hat sich wahrscheinlich versteckt, natürlich. Sie spielt ein Spiel mit mir. Ich hab dich! Mama Dania? Wo bist du denn? Wo ist sie denn? Es ist so dunkel. Ich bleib jetzt hier erstmal im Zelt. Aber vorher muss ich mir noch ein Marshmallow holen. Schmeckt auf jeden Fall gut. Wenn sie zu Hause wäre, hätte sie bestimmt angerufen. Und gesagt, wo bleibst du, Baby Khan? Ich mach mir Sorgen. Weil das ist blöd, wenn sich keiner Sorgen macht. Ich meine, ich bin noch ein Baby. Also, ne, hier bei Adopt Me. Vielleicht ist sie hier in diesem Laden? Oh, das macht jetzt gar keinen Spaß. Nein. Nein. So, ich bin jetzt Khan Potter. Ich bin ein Zauberer. Und ich zaubere jetzt Mama Dania hier hin. Hallo, hast du Mama Dania gesehen? Hallo? Oh, anscheinend nicht. Wo ist denn Mama Dania? Das ist blöd. Keiner fragt nach mir. Alles muss ich alleine machen. Ich würde jetzt gerne eine Pizza essen, aber ich möchte jetzt nicht zu Ramsay. Ich schaue noch mal ein letztes Mal in der Schule. Oh, oder vielleicht im Krankenhaus. Hallo? Hi!
Hast du Mama Danja gesehen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist sie hier? Oh, was ist das denn? Oh nein, 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 ich möchte wieder raus. Ein goldener Apfel. Ein Heilungsapfel. Vielleicht macht das auch dieses Gefühl... Oh nein. Ich vermisse Mama Danja. Wo ist Mama Danja? Ist sie vielleicht im Zirkus? Ich hole mal meine Biene raus. Vielleicht kann die mir helfen. Falls du Mama Danja siehst, sag Bescheid. Es ruft mich auch keiner an. Sie ist bestimmt im Zirkus und hat ihren Spaß ohne mich. Hallo? Ich schau mal zu Hause. Aber zu Hause ist sie ganz bestimmt nicht. Aber jetzt ist es schon wieder hell. Sie war den ganzen Tag nicht da. Ich meine, sie ist die Erwachsene. Ich bin das Baby hier. Sie hat sich den ganzen Tag nicht gemeldet bei mir. Das finde ich schon ein bisschen schade. Mama Danja, falls du das jetzt siehst und hörst. Ich schau jetzt bei ihr im Haus. Also bei uns im Haus. Wenn sie ein bisschen mehr Geld ausgegeben hätte, wäre das auch schön. Ja, so ein schönes Haus wäre auch toll. Aber gut, ich möchte mich nicht beschweren. Ich muss jetzt erstmal duschen. Ich gehe jetzt duschen. Mama Danja? Mama Danja, da bist du ja! Oh, wo warst du die ganze Zeit? Hallo, ich rede mit dir. Ja, was denn? Wo warst du die ganze Zeit? Ja, unterwegs und hab Sachen erledigt und so. Du hast dich gar nicht um mich gemacht? Du hast dich gar nicht um mich gekümmert. Ja, warum auch? Du bist doch schon ein großes Kind. Nein, das war doch nur... Oh, ich hab doch nur Spaß gemacht. Ja, aber ehrlicherweise muss ich jetzt einfach mal sagen, ich wollte dir das nochmal ein bisschen heimzahlen. Vom letzten Mal. Dass du einfach abgedampft bist. Ja, aber das war doch... Ich wollte dir doch auch nur so eine böse Überraschung machen. Aber du kannst doch nicht... Die ganze Nacht war ich alleine. Ja, ja, du armes Kind. Und ich habe nichts gemacht und du warst einfach weg. Ja, stimmt. Findest du das fair? Ja. Finde ich nicht. Das ist nicht fair? Ich finde es total fair. Ich geh jetzt in mein Zimmer. Ich sehe da gar kein Problem. Ich gehe auch nicht zur Schule heute. Das ist mir relativ nett. Was? Doch, du gehst wohl in die Schule. Ab in die Schule jetzt mit dir. Was soll denn das? Nein. Das ist wieder deine Schuld. Du bist so ein... Was? Du kannst doch nicht einfach den ganzen Tag nicht zu Hause sein als Mama. Das macht man nicht. Geh doch einfach in die Schule. Was soll denn das? Immer diese Diskussion darum, ob du... Okay, ich gehe in die Schule, wenn du nicht da bist. Ich werde nicht da sein. Wenn du da bist, ne? Dann gibt's noch mal eine Überraschung, sag ich dir jetzt schon. Ich werde nicht in der Schule sein. Ja, die Biene und ich, wir gehen jetzt. Ja, ich hab gekündigt. Das heißt, du kommst halt nicht wieder hin? Nein. Ja! Ich hab in der Schule gekündigt. Oh, super. Also, natürlich freut mich das nicht so, aber schon irgendwie. Mhm. Ja, dann müssen wir jetzt nur finanziell halt ein bisschen kürzer treten, wenn ich nicht mehr in der Schule arbeiten kann. Was heißt das? Das bin ich auch bewusst. Vielleicht müssen wir wieder aus dem Haus ausziehen? Vielleicht muss ich den Pool verkaufen. Nein! Okay. Du darfst wieder in der Schule arbeiten, wenn das der Pool dann... Oh Mann! Das ist Erpressung, was du machst. Nee, ich sag's dir nur. Ich sag's dir nur. Was soll ich denn machen? Ist halt leider einfach... Es ist halt leider nicht so einfach, ne? Ja, ist okay. Ich mach's nicht nochmal, versprochen. Das ich bin jetzt auch, ich bin auch fleißig in der Schule. Fleißig in der Schule? Ja, ich bin jetzt hier ganz fleißig. Guck, das ist ja schon mal was. Ich kann hier auch eine Matheaufgabe lösen. Das ist ja schon mehr, als ich mir hätte erhoffen können. 5 mal 5 sind 25. Stimmt! Ja, weißt du? Ich bin sehr stolz auf dich. So, ich fühle mich aber nicht so gut. Ich gehe noch einmal kurz ins Krankenhaus und dann haben wir uns wieder... Dir geht's schon wieder nicht gut. Och, Kahn, warum musst du denn immer krank werden? Ja, weil du wahrscheinlich nicht da warst. Ja, dann bist du krank vor Sorge. Hallo! Ja. Hallo! Warte. Das geht dann leider auch nicht ganz so ohne weiteres an mir vorbei, ne? Ja. Hallo, so, Doktor. Dankeschön. Können wir jetzt bitte nach Hause und diesen Tag jetzt hinter uns bringen? Ich möchte jetzt einfach nur zu Hause chillen. Ja, ich denke, das können wir machen. Okay? Ja. Gut. Leute, Mama Danja ist wieder zurück. Ich bin wieder da. Warum sie auch immer woanders war? Keine Ahnung. Aber es freut mich auf jeden Fall. Und ich verspreche, ich werde die nächste Zeit wieder ein bisschen brav sein, okay?
Das klingt gut. Wenn ich beim nächsten Mal wieder schreien muss, dann müssen wir uns was überlegen. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann Mama Danja. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.